Hallo Eintracht Frankfurt-Fans, hier finden Sie alle Transfer-News und weitere Informationen zu Eintracht Frankfurt, also hinterlassen Sie ein Like und abonnieren Sie den Kanal, um nichts zu verpassen. Eintracht Frankfurt hat ein weiteres Testspiel vereinbart. Wie der Verein am Dienstagabend mitteilte, wird es zum Abschluss des Trainingslagers in Österreich ein Aufeinandertreffen mit dem niederländischen Erstligisten Vitesse Arnhem geben. Gespielt wird am 28. Juli um 14.30 Uhr im Stadion Grödig. Andererseits, Eintracht Frankfurt bekommt einem Bericht zufolge einen weiteren Co-Trainer. Stefan Buck wird vom FC Bayern zur Eintracht wechseln, wie die Bild-Zeitung am Dienstagabend berichtete. Demnach soll der neue Mann schon am Mittwoch beim Trainingsauftakt mit auf dem Platz stehen. Buck war in München zuletzt Co-Trainer von Holger Seitz bei der zweiten Mannschaft. Wie schon länger bekannt ist, werden auch Nelson Morgado und Erwin Bradasch zum Trainerstab von Dino Topmöller in Frankfurt gehören. Nelson Morgado kommt von Monaco, auch Erwin Bradasch gehört zum Stab. Das Duo arbeitete schon in Wirten und Düdelingern unter dem damaligen Chefcoach Topmöller, der vor seiner Stelle in Frankfurt Co-Trainer von Julian Nagelsmann beim FC Bayern und RB Leipzig war. Aus der Station in München kennt Topmöller auch Buck, der als Profi 19 Bundesligaspiele für Karlsruhe absolvierte und 132 Zweitliga-Einsätze für Unterhaching, den KSC, FC Augsburg und 1860 München verbuchte. Eintracht Frankfurt-Fans, geben Sie Ihre Meinung in die Kommentare. Und vergesst nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren. Ich komme jederzeit wieder und bringe weitere Neuigkeiten von Eintracht Frankfurt mit.